Nachdenkseiten. Die kritische Website. Zur üblen Propaganda von Wikipedia, zum Beispiel belegt mit dem Eintrag zu den Nachdenkseiten. Ein Artikel von Albrecht Müller. Die Unterzeile bei Wikipedia lautet: Die freie Enzyklopädie. Das sollte korrekter formuliert werden. Treffender wäre: Die konsequent manipulierende Enzyklopädie. Wenn Sie die Nachdenkseiten öfter mal lesen, dann werden Sie diese Kennzeichnung verstehen. Wenn Sie nämlich bei Wikipedia Nachdenkseiten eingeben, dann erscheint folgender Text. Ursprünglich als wichtiger Bestandteil einer sogenannten Gegenöffentlichkeit gelobt, wird die Website seit etwa 2015 jedoch zum Teil vorgeworfen, Verschwörungstheorien zu verbreiten, etwa zum russisch-ukrainischen Krieg seit 2014 oder zur Corona-Pandemie. Haben Sie, liebe Leser, auf den Nachdenkseiten zum Krieg zwischen der Ukraine und Russland und zur Corona-Pandemie Verschwörungstheorien gelesen? Die Nachdenkseiten kauen nicht nach, was allgemein über diese Probleme und Konflikte geschrieben und gesendet wird. Aber unsere kritischen Beiträge haben keine verschwörungstheoretischen Elemente. Das können Sie ganz einfach nachprüfen, wenn Sie sich die Mühe machen, auf unsere Homepage zu gehen und einige Tage oder Wochen zurückscrollen. Auch wenn man bei Wikipedia unter meinem Namen, also bei Albrecht Müller, sucht, dann findet man eine ähnliche Behauptung. Müller gründete 2003 mit Wolfgang Lieb die Website Nachdenkseiten, die kritische Website, eines der meistgelesenen politischen Blogs in Deutschland. Anfangs wurde es als wichtiger Bestandteil einer Gegenöffentlichkeit gelobt, sieht sich in den letzten Jahren jedoch vermehrt dem Vorwurf ausgesetzt, Verschwörungstheorien zu verbreiten. Unsere Leser wissen, diese von Wikipedia niedergeschriebenen und veröffentlichten Beschreibungen der Nachdenkseiten haben mit der Realität nichts zu tun. Diesen Hinweis auf die manipulierende Darstellung der Nachdenkseiten bei Wikipedia möchte ich mit der Anregung verbinden, in Ihrem Bekannten- und Freundeskreis auf die Nachdenkseiten hinzuweisen, die Nutzung unserer Veröffentlichungen zu empfehlen und notfalls die von Wikipedia verbreiteten falschen Behauptungen zu korrigieren. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.